Wir haben uns am Montag, Uli, Hassan und ich, nachdem das Holland-Spiel da, sage ich mal, von uns zur Kenntnis genommen wurde, wie und in welcher Art und Weise darüber diskutiert wurde, zusammengesetzt und einfach beschlossen, dass wir in diesem Stil das nicht mehr weiter akzeptieren werden. Ich glaube, was man da lesen musste, hatte ja eigentlich nichts mehr mit Kritik an der Leistung zu tun, sondern war eigentlich nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern. Und the trend is your friend, insbesondere natürlich Spielern von Bayern München. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest sich erlaubt wird. Aber wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren. Und wenn ich diese Altersgrenzen-Debatten lese, dann muss ich offen und ehrlich sagen, ist die unverschämt, respektlos und polemisch. Wie kaum etwas Zweites. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Italien Fußball gespielt und ich muss offen und ehrlich sagen, vielleicht sollte der ein oder andere Experte oder auch Journalist mal den Blick über die Grenzen werfen, wie dort mit solchen hochverdienten Spielern umgegangen wird. Jetzt haben wir ohne Frage mal 4 Spiele erlebt, die allesamt uns auch nicht gefallen haben, weder vom Ergebnis noch auch von der Spielweise her. Aber ich glaube, es ist trotzdem kein Grund, dann einfach mit der Mannschaft, mit Spielern in dieser Art und Weise umzugehen. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Tag heute für den FC Bayern, weil wir Ihnen mitteilen möchten, dass wir uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen. Sie mögen viel Spaß daran haben, jetzt den FC Bayern endlich mal als Nicht-Tabellenführer zu sehen. Aber wir werden mit dem heutigen Tag diese herabwürdigende, hämische, faktische Berichterstattung nicht mehr bieten lassen. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, der Unterschied zwischen einem Kommentar, den ich direkt nach einem sehr emotionalen Spiel mache, und Ihren Kommentaren, die Sie möglicherweise in aller Ruhe am nächsten Tag oder übernächsten Tag schreiben können, ist natürlich ein großer Unterschied. Manchmal, das gebe ich auch zu, aber will ich mich auch gar nicht so strangulieren, ist man unmittelbar nach dem Spiel ziemlich, sagen wir mal, emotional und aufgeregt. Das Wort geisteskrank hätte ich zum Beispiel nicht sagen sollen. Das war total übertrieben. Aber meine Meinung zu Mesut ist klar, die ist eindeutig. Ich wollte mit einer ziemlich überspitzten Formulierung das Thema auf den Sport reduzieren. Verstehen Sie? Ich wollte den Leuten sagen, hört es doch endlich auf, von Rassismus, von Migrationsproblemen zu sprechen, sondern es zu reduzieren auf das, was es eigentlich sein sollte. Nämlich die Diskussion, ist einer gut genug oder nicht? Und ich habe das für mich so beantwortet. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Ich glaube, ich muss hier was klarstellen. Mir wurde vorgeworfen, dass ich mich nicht hinter den Niko Kovac öffentlich gestellt habe. Warum? Was soll das? Denn Niko steht bei mir nicht in Frage. Er weiß ganz genau, wie wir hinter ihm stehen. Und wir schätzen seine Arbeit. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Die Bundesliga ist doch eine Dschungelshow. Das ist respektlos und unverschämt, was hier vor sich geht. Die Arbeit eines ganzen Clubs sofort in Frage zu stellen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wie die Spieler, wie negativ die Berichterstattung ausgefallen ist, wie unverschämt und respektlos. Ich war ersetzt, muss ich sagen. Und das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Da werden wir uns gegen wehren und ich werde sie verteidigen. Aber richtig.